Achso, ja, willkommen zurück zu The Evil Within. Ich werde angeguckt. Nach dem tollen Arena-Kampf, den wir in der letzten Folge hatten, sind wir ja bei einem Kontrollpunkt gelandet. Und es kann nicht mehr lange dauern, glaube ich. Na toll, da ist eine Bombe. Sicher ist sicher. Ich traue dem Braten nicht. Der springt doch immer voll ins Ungewisse, unser Basti. Der ist immer der Meinung, ja, juhu, ich kann's. Ich kann's. Ich kann mich das. Ich traue mich das. Wir können schon wieder Bolzen erstellen, sehe ich das richtig? Ja. Ich werde mal so einen Explosivbolzen herstellen. Ich werde das auch so gut es geht, so wenig wie möglich an, Bolzen verbrauchen bei den Otto Normalos, weil dafür haben wir. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das sehe ich ja jetzt erstmal. Oh, bitte lass die nicht kommen. Die habe ich ja so gehasst in den einen Kapitel. Oh, die sind sowas von asozial, die Dinger. Und wir sollen ihm nicht ins Auge schauen, haben wir auch gesagt bekommen von unserem Zellengenossen oder unserem Zellennachbar. Ich hoffe doch. Uah. Soll ich das tun oder? Ich werde mal versuchen. Ich werde es versuchen. War das knapp. Warum habe ich nur so dieses Gefühl, dass hier überall gleich Stacheln rauskommen werden? Dieses ungute Gefühl, sowas kann mir nicht passieren. Und was wäre, wenn doch? Lalalalala. Ich werde mal hier lang gehen. Oh, ist ja ein reines Paradies hier. Und jetzt liegt gleich irgendwo eine Bombe hier im Regal. Ich werde es. Ja, ich werde sie finden. Diese. Hä? Hier war doch vorher nicht offen, oder? Oder irre ich mich da? Wir bekommen ja so viel an Munition, das gibt es gar nicht. Und ich glaube auch nicht, dass wir noch unser HG noch irgendwie einsetzen dürfen oder können oder wie auch immer. Das hat sich, glaube ich, jetzt sowieso schon erledigt. Wir haben das Maximum an Leveling erreicht. Also, da wird, glaube ich, kein Punkt mehr kommen, wo wir es. Den habe ich ja ganz vergessen. Der lebt ja auch noch, stimmt ja. Oh nein. Was? Nein, 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 warum gehen die Dinger nicht kaputt? Warum gehen die Dinger nicht kaputt? Ciao! Ich habe mir, glaube ich, ein Eigentor geschossen, indem ich. Indem ich das zugemacht habe. Ciao! Die gehen nicht kaputt! Warum nicht? Die gehen nicht sterben, warum? Aber hier könnte man sie ja in der Falle locken. Warte mal. Jetzt muss ich ja trotzdem den Armbrustbolzen da benutzen. Uah, schieße ich auch noch vorbei, ey. Ich Otto. Uah! Wie er da festhängt gerade. Ja, geh sterben. Geh sterben. Uah, uah. Aua, aua, ich hänge. Ja,
Ja, ey, jetzt mal ganz ehrlich, ey, das gibt's doch gar nicht. Also wie oft kann man denn mal Gegner kopieren? Jetzt mal ganz ehrlich, du scheiß Kack-Arschloch-Spiel, du scheiß... Ah! Ganz ruhig. Oh nein, schon wieder alles sammeln, ey, oh. So, jetzt pass auf hier. So. Jetzt muss ich mich erstmal konzentrieren. Erstmal sammeln. Dieses scheiß Kackspiel. Erstmal die Kacke hier wieder aufsammeln. Alles von vorne, ey, meine Güte. Ich krieg so einen Anfall hier. Mann, erstmal die scheiß Bombe weg hier, Mann. Verdammte Axt. Wieso muss Klaus schon wieder kommen? Diese Scheiße da. Erstmal gucken. Spritze erstmal nehmen, dann können wir die aufsammeln, die andere. Ah, Mann, ehrlich, ey. Kotzt mich das an. Jetzt versuche ich erstmal hier so ein bisschen mich zu konzentrieren. Man sieht es mir an. Bisschen mit Kopfstimme jetzt hier. Erstmal den Hebel ziehen. Und dass auch noch dieser Kack-Klaus auch noch zweimal kommt in der Kopie. Das gibt's gar nicht. Da haben wir ihn insgesamt ja sogar viermal dann gesehen. Mann, wie kann man nur diese Scheiße einen Gegner so oft kopieren? Oh, das gibt's überhaupt nicht. Das ist doch... Oh mein Gott. So, jetzt erstmal nochmal nachgucken. Im Moment, warte mal, eben kurz Bolzen. So, schauen wir mal nochmal so einen Sprengbolzen erstellen. So, und dann nochmal... Ja, vielleicht nochmal so einen Giftbolzen. Gucken wir mal. Irgendwie muss ich mich ja... Irgendwie müssen wir das ja hinbekommen. So, wir haben da... Ja, sind eigentlich relativ gut ausgerüstet. So, dann schauen wir mal. Ich glaube, hier lag noch was genau hier. Scharfschützenmunition nachladen. Ja, ist voll, glaube ich. Da die scheiß Pissbombe, die... Ja, die schieße ich auch. Aber erstmal hier Bastelteile einsammeln. Vielleicht kann ich da nochmal ein paar Bolzen erstellen. Müssen wir mal gucken. So, jetzt haben wir hier nochmal Shotgun-Shells. Und, jetzt werde ich erstmal die scheiß Bombe da erstmal weg mit der Kacke. Mann, verdammt nochmal. Diese verdammte Scheiße. So. Gucken wir mal. Dann machen wir vorsichtshalber, schießen wir vorsichtshalber schon mal ein paar Explosionsbolzen hin. Ja, vielleicht für die Kläuse, dass sie da verschwinden oder beziehungsweise sie schon mal Damage nehmen. Erstmal schön voll konzentriert. Ich bin voll konzentriert, hochkonzentriert. Ihr scheiß, du scheiß Kacktrickspiel. So, jetzt, Moment, warte mal, lass mich kurz überlegen. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte genau die Flinte. So, bam, und nochmal bam. So, jetzt geh doch einfach sterben. Oh, der geht einfach nicht sterben. Die gehen einfach nicht sterben. So eine Scheiße, ey. Mann, schlimmer wie beim ersten Mal. Wo ist der andere hin? Egal, ich versuch's mit dem Scharfschützengewehr. Wir haben es ja aufgehoben, da kommt der andere. Oh, diese Kacke. Versuchen wir nochmal hier mit so einem Brandbolzen. Vielleicht bringt das ja was. Ja, probieren wir mal aus. Naja, toll. Sieht aus wie so ein loderner Flammenwerfer. Naja, Kacke, so eine Scheiße aber auch. Oh, und die legen beide ja diese Drecksminen. Oh, diese Stacheldrahtminen. Oh Mann. Und dann sind noch diese dämlichen Sägen hier. Wow, geh weg. Geh weg. Geh doch einfach weg. Wie kann man denn nur so zwei solche Gegner machen? Oh, das ist doch. Das ist doch irgendwie, ne? Ich glaube, ein bisschen stinkig sind sie. Oh, ich bin hochkonzentriert, man merkt. Erstmal neben den. Was? Warum füllt sich auf einmal das Becken? Was? Wieso füllt sich denn das Becken? Bitte. Warum? Was? Ich bin voll langsam da drin. Ich hoffe, die Kläuse sind auch langsam da drin. Ich werde erstmal erstmal Vollgas geben jetzt hier. So, erstmal. Nein, fuck, shit. Das war der falsche Bolzen. Nein. Was? Wieso kann er denn? Ja, natürlich, er brennt. Natürlich, er fackelt mich ab. Und Basti kann natürlich im Wasser nicht rennen. Natürlich nicht, nein. Dafür aber Klaus. Mann, hör auf, da rumzuhampeln, Basti. Meine Güte. Das gibt's doch gar nicht. Erstmal jetzt hier konzentrieren. Erstmal einen Weg finden. Wo ist überhaupt der andere? Da sind einfach noch zwei. Oh nein, was ist denn jetzt? Oh Gott, Mann.
da ist der andere schon hinüber. Gott sei Dank haben wir da nur noch einen. So, jetzt aber Vollgas. Der muss doch irgendwann mal, meine Güte, der muss doch irgendwann mal sterben. Das gibt's doch nicht. Der stirbt einfach nicht. Lass mal hier die scheiß Falle zum Explodieren bringen. Da auch nochmal. Ich weiß, ich verblase jetzt alles, egal, aber ich konzentriere mich einfach mal. So. Das muss auch weg. Das. Na. Das muss auch weg. So. Aber wo ist der andere? Ist der schon hinüber? Oh, hier ist das Becken auch voll. Das gibt's doch nicht. Aua, was? Wo kommt der denn auf? Aua. Nee, oder? Nein, auch nee. Schon wieder neu. Oh Mann. Das glaube ich jetzt nicht. Oh Mann, so ein Kackspiel. Dieses Kackscheißspiel. Ich werfe das, glaube ich, demnächst aus dem Fenster. Hallo, wieder von vorne alles. Ah, komm, erstellen wir erstmal hier ein paar Bolzen. Erstmal so. So ein Explosionsbolzen. Jetzt gucken wir erstmal. So, also eine Spritze müssen wir gleich auch wieder nehmen. Ah, genau, so, erstmal ausrüsten. Ja, oh, hör auf rumzuhampeln, passt die, Mann. So, die scheiß Kackdrecksbombe erstmal wegschießen, weil wenn das Wasser sich hier füllt, dann haben wir nämlich das Theater, dass wir die Bombe nicht mehr sehen. So. Und jetzt gucken wir erstmal. Ah, und diese scheiß Sägen auf dem Boden, die werfen sich auch nachher an. Aber wie kann man denn nur in so einem Videospiel wirklich so einen Kackgegner so oft spawnen lassen? Das gibt's gar nicht. Das ist doch. Und dann immer wiederholen. Das verstehe ich einfach nicht. Das. Mann, wie hochkonzentriert ich da bin. Das ist unglaublich. Ich muss mich echt jetzt. Mann. Jetzt mal weg da. Ich muss erstmal kurz schauen, Moment. Erstmal hier nachladen. Ah, Shotgun Shells nochmal mitnehmen. Alles aufsammeln, was geht. Ich weiß ja, was kommt. So. So, weiter. Hier ist nochmal Pistolenmunition. Da hinten liegt nochmal Scharfschützenmuni. Boah, ich bin so glücklich, wenn diese scheiß Kackpiss-Passage endlich vorbei ist. Das gibt's überhaupt nicht. Das ist. Oh, dieses. Ich sag mal, ich rieche mich ja so selten in Video. Oh, da juckt's mich schon wieder. So. Erstmal gucken. So. Ich rieche mich eigentlich so selten in Videospiele auf, aber dieses Spiel, das überschreitet einfach meine Vorstellungskraft, wie dumm man echt ein Videospiel produzieren kann. Entschuldigung, dass ich es einfach mal sagen muss. Es ist einfach so. Man sieht's an meinem Ausdruck. So, jetzt muss ich mich konzentrieren. Kleinen Moment. So. Ich werde schon mal vorsichtshalber wieder zwei Explosionsbolzen schießen. So, einmal, zweimal, zack. So, und jetzt nochmal kurz schauen. Kleinen Moment. So, machen wir hier vorne auch nochmal einen. Und da auch nochmal einen. Müsste das eigentlich funktionieren. Zack, zack. Oh, ja, voll. Das müsste eigentlich klappen. Oh, nein. Jetzt explodiert der Bolzen nicht, oder wie? Okay, wir haben Flinte. So, zack. Konzentrieren. Die wollen einfach nicht sterben. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Warum? Wieso stehen die da? Das. Ja. Ja, einer ist tot. Ja, ich glaube, einer ist tot. Oh, jetzt schnell weg, weg. Oh, nein. Oh, geh doch weg. Nein. Ich habe keine Lust, diese Scheißpassage schon wieder zu machen. Nein. Oh, die sterben. Die sterben, Klaus. Ja, ja. Ja, einer ist tot. Einer ist tot. Jawohl, geil. Freude pur, man sieht es nicht in meinem Gesicht, weil ich noch hochkonzentriert bin. Ich jetzt erstmal eine Spritze nehme, obwohl wir eigentlich relativ gut da sind, aber. Naja, jetzt komm. Jetzt nehmen wir hier so einen Frostpulsen rein. In die Brust. Ja, ganz schnell nochmal mit Scharfschützengewehr, haben wir ja gepusht. Jetzt kann man nochmal richtig Gas geben. Bäm, jawohl. Und nochmal. Ja. Und nochmal. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Erleichterung. Nie wieder so eine Kacke, bitte. Nie wieder. Bitte. So, jetzt erstmal hier Agil. 8000. Hätte man vielleicht doch die 50.000 erreicht. Naja, egal. So, erstmal umschauen, ob hier doch noch was liegt. Komisch, irgendwie kein Wasser jetzt hier. Das Spiel will mich auch verarschen. Zwischendurch kann das sein. Naja, auf jeden Fall haben wir es. Oh, ich bin so erleichtert. Ich
Ich glaube, man kann es sehen in meinem Gesicht. Ah, oh, sogar die Kopfstimme. Ah, oh, mein Gott. Naja, schauen wir mal. Gucken. Natürlich haben wir nichts mehr. Gar nichts mehr an Money. Da freue ich mich jetzt schon drauf, auf das, was da noch kommt. Und ich bin gar nicht sicher, wie weit wir sind. Naja, egal. Wir müssen ja weiter. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Ja, willkommen zurück. Nach dieser atemberaubenden meisterhaften Leistung. Ruvik, ich habe diese Welt erschaffen. Du kannst mich hier nicht festhalten. Wieso sagt er jetzt auf einmal, ich kann ihn nicht festhalten? Ist es wirklich so, dass wir da, ja, so hätte mal die Kameraeinstellung sein müssen, wie wir da in engen Räumen waren. Ist es wirklich so, dass wir vielleicht doch ein Doktor sind? Ah, wir sollen uns von den Augen fernhalten. Ah, ich verstehe. Gut, ich würde sagen, in der nächsten Folge sehen wir, wie es weitergeht und dann... Es bleibt spannend. Bis demnächst, ciao!